Hallo, liebe Sichtbarkeitsfreunde. Heute geht es um das Thema Plan with me, also plane die Kalenderwoche 23 mit mir. Und dazu mache ich auch immer erstmal nochmal einen Rückblick der vorangegangenen Woche. So. Und ich habe jetzt eingeführt, weil ich das bei anderen YouTubern auch total super finde, ein paar Kategorien. Was habe ich in der Woche 22 gelernt? Ich habe jetzt endlich geschnallt, dass ich, wenn ich Google Docs öffne, wenn ich meine Videos drehe, direkt das Skript habe, wenn ich die Spracheingabe einstelle. Das ist super. Dann habe ich was über WordPress-Sicherheit und die DSGVO nochmals rekapituliert durch den VIP Affiliate Club, den ich ja gekauft habe, schon vor einem Dreivierteljahr. Und den gehe ich jetzt nochmal durch. Dann habe ich das Buch gelesen, Erfolgbar machen von Florian Schöll. Die ganzen Links findest du unten auch in der Infobox, falls dich das auch interessiert. Bei dem Buch Erfolgbar machen von Florian Schöll geht es hauptsächlich darum, was du machen kannst, um deine Seite profitabel zu machen. Und was ich auch diese Woche gelernt habe, ist, wie kann ich ein iPad filmen von oben, und zwar manchmal ist es so einfach, ja. Es ist viel besser, wenn man das iPad dann für so Plan With Me Videos, wie ich die mache, im Querformat filmt, wenn man sie auf YouTube veröffentlichen möchte, weil ihr dann auch was lesen könnt. Das war bei den letzten Plan With Me vielleicht nicht ganz so gelungen. Und dann, was ich total, aber wirklich absolut feier im Moment, ist die Musik von Vincent Weiss. Ich höre das rauf und runter, wirklich. Mein Freund, dem hängt die Musik schon zu den Ohren raus langsam. Aber ich liebe diese Musik. Und das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, das Thema habe ich noch gar nicht angesprochen hier auf YouTube. Vor knapp über einem Monat ist mein Fett, musste ich einschläfern wegen einer Kolik mit 23 Jahren. Und bei den Liedern, ich fühle mich da so aufgehoben irgendwie. Ich kann das im Moment nicht besser beschreiben. Was waren die Höhepunkte der letzten Woche? Ich habe endlich meinen Balkon aufgeräumt. Und warum das so ein Highlight ist, nachdem mein Pferd gestorben ist, habe ich die ganzen Pferdesachen auf dem Balkon gelagert. Weil die halt auch sehr nach Pferd riechen. Und jetzt habe ich die alle schön einsortiert. Und die stehen jetzt unten im Keller übergangsweise. Und dadurch ist mein Blick wieder ein bisschen freier. Und auch meine Wohnung habe ich aufgeräumt. Ich weiß nicht, wer von euch den Spruch kennt, wie außen so auch innen. Ich merke immer, wenn meine Wohnung aufgeräumt ist, dass ich mich dann auch aufgeräumter fühle irgendwie. Und auch, dass wenn es mir nicht so gut geht, dass man das sofort an der Wohnung auch, dass ich das direkt spiegel. Und im Moment ist es halt einfach so, dass die Wohnung schön aufgeräumt ist und ich mich gut fühle. Was habe ich mir diese Woche Gutes getan? Ich habe mit einer Freundin gefrühstückt und das auf meinem Balkon, auf dem frisch aufgeräumten Balkon. Und das hat einfach, das war super, das war wirklich mega. Und dann habe ich mir die Woche auch gegönnt, mal auszuschlafen, weil ich einfach von, ja, ich glaube auch von der Traurigkeit und vom Arbeiten zum Teil auch. Ich war einfach müde und wahrscheinlich auch jetzt echt das heiße Wetter im Mai. Das ist, ich war wirklich müde und habe den Schlaf gebraucht. So. Und was mir auch wirklich gut tut im Moment, ist mit der Snoop zu kuscheln. Snoop ist mein Hund und die ist zurzeit super verschmust und anhänglich. Und jetzt kriegst du doch meine 4 Favoriten von der Woche 22. Das eine ist mein Lavendel auf dem Balkon. Ich habe endlich geschnallt, wie ich ihn gießen muss. Was ich auch wirklich feiere die letzte Woche, was ich gefeiert habe, das ist die Sonne. Das ist super. Also einfach blauer Himmel, Sonnenschein, das ist... Ich liebe es. Dann habe ich einmal weiße Duplos probiert. Und die waren auch wirklich lecker. Pappig süß, aber wirklich richtig lecker. Und Eisbonbons.
So, das waren die Favoriten, weil ich glaube, dass man in einer Woche auch einfach die Kleinigkeiten feiern und schätzen sollte. Und dann muss ich ja noch die Sachen vom Sonntag schnappen. Hier. Kopieren. Und auch das kommt jetzt erstmal hier in meine Wochenübersicht. Checke ich nochmal, ob mich das hier, wenn ich das erstelle, wirklich meinem Ziel mehr Abonnenten und mehr Umsatz auch wirklich näher bringt. Und das sind folgende Dinge, die markiere ich mir jetzt dann noch. Sondern weil es schneller geht, werde ich mir da ein Ausrufezeichen dran machen. Den digitalen Planer promoten. So. Und auch hier die Produktübersicht zu erstellen. Das wird wichtig sein. So, Weiterbildung. Und wenn du dich fragst, warum ich das so auch nochmal auf der Übersicht mache, ist einfach, dass ich für mich checke, ob ich für all meine 8 Hauptlebensbereiche was tue. Und jetzt gucke ich nochmal in meine Monatsplanung, in meine Monatsübersicht hier, meine Ziele Juni, ob ich da die Punkte abarbeite. So. Da fällt mir auf, jetzt nachdem ich das nochmal mit meinem Freund durchgesprochen habe, Tisch für Balkon bauen fällt weg, weil wir nutzen die Sachen, die wir haben, nur anders. Und auch das fällt weg. Die Tomatenpflanzen habe ich schon bestellt, die müssten jetzt bald geliefert werden. Und hier bin ich schon teilweise dran. Also ich habe schon jetzt letzte Woche viel für den Balkon gemacht. Das Thumbnail erstellen und hochladen. Weil ich persönlich finde, dass das erst erledigt sein muss, bevor ich die ganze Werbung schalte. So, und aber weil das hier, das ist ein wichtiger Punkt. So. Und hier, das habe ich dann eigentlich erledigt, wenn wir hier fertig sind mit dem Video. Und ja, so sieht meine Woche aus. Ich plane dann immer erst nur die Termine rein, dass ich dann erkennen kann, wie viel ja, an dem Tag schon geplant ist. Und hier an dem Freitag, da freue ich mich sehr drauf. Da ist das Fanta 4-Konzert abends. So, und dann, das fängt abends an und wir fahren dann mit dem Rad hin, das ist Upsi. Und deswegen brauche ich so viel Zeit dafür. So, und diese Woche habe ich für meine Verhältnisse, gerade was abends ist, wirklich viele Termine. Ich hoffe, ich kriege das alles hin. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Abonniere meinen Kanal, wenn dich diese Art von Videos interessieren. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.